Es geht weiter mit dem dritten Let's Play von Civilization 3. Und ich bin wieder dabei. Ich habe dieses Mal gespeichert. Ich habe das mal hier Fraps genannt, weil ich ja mit Fraps aufnehme. Das stimmt gar nicht, aber das sage ich euch nicht. So, hier standen wir und waren einigermaßen unzufrieden, dass uns die Bevölkerung hier verreckt ist, weil wir eine Krankheit uns ins Haus geholt haben. Ja, und wir sind jetzt ein bisschen, oder ich bin jetzt gerade ein bisschen glücklich, weil diese Bewässerungsanlage bringt uns hier drei Nahrungsmitteleinheiten. Und das werde ich jetzt gleich hier wiederholen. Dann so kriegen wir auch die gestorbene Bevölkerung schnell wieder aufgebaut. Juhu. Gut, dass wir uns von den Engländern kein Töpfern geholt haben, weil jetzt können wir selbst töpfern. Haha. Okay. Meine Einheit ist ja hier ein bisschen verletzt worden. Jetzt werde ich die mal auf Fortify stellen, damit sie geheilt wird. Und dann kann ich dieses Banditenlager hier angreifen. Zack. Da gibt es auch gleich 25 Gold. Das hat jetzt ein bisschen den Eindruck erweckt, dass man einfach auf Fortify stellt und die Einheit wird geheilt. Da ist natürlich auch eine Runde bei vergangen. Das war jetzt nur so, dass die Einheit diejenige war, die als erste und als letzte, beziehungsweise als letzte in der letzten Runde dran war und als erste in der jetzigen Runde dran war. So, jetzt sind wir hier unten. Weiter geht die Erkundungstour. Und hier baue ich jetzt wieder eine Bewässerungsanlage. Und der Worker ist fertig. Gehen wir mal in den Ort. Bleibt natürlich jetzt ein kleiner Ort. Und wir werden jetzt hier mal diese, ach, wie heißt das? Diese Nahrungsmitteleinlagerei. Granary. Ach, jetzt fällt mir der richtige Name nicht ein. Die Kornkammer bauen wir jetzt, die wir durch das Töpfern dazu bekommen haben. Und die ermöglicht uns, dass wir keine 60 Runden mehr brauchen, um die Bevölkerung zu steigern. Denn dann wird hier ein Schnitt gemacht und wir brauchen nur noch 30 Runden, um die Bevölkerung zu steigern. Hier wird natürlich der Schnitt gemacht. Wir brauchen keine 7 Runden, um die Bevölkerung zu steigern, sondern nur noch 3 oder 4. Gut, bauen wir die Granary aus. My people love me. Ist ja großartig. So, jetzt bauen wir hier mal den Palast aus. Ja, das ist ein kleines Feature im Spiel. Wenn man besonders viele zufriedene Leute hat, darf man hier seinen Palast ausbauen. Da gibt es verschiedene Baustile. Das hier ist so mehr der mittelalterliche Baustil. Man könnte auch so einen indianischen, also eher so im Typ der Azteken nehmen oder aber so eine Art römischen Baustil. Warte. Ja, das sieht eher aus wie ein. Nö. Alles nicht wirklich. Ja, jetzt habe ich mich verklickt. Jetzt habe ich hier schon mal eine schöne Parkanlage gebaut, aber mein Palast sieht immer noch ein bisschen steinzeitlich aus. Okay, jetzt habe ich hier zwei Worker. Einer ist hier oben beschäftigt und Berlin ist schon so weit, dass es weitere Felder hier besetzt hält und hier weitere Leute am Arbeiten sind. Deswegen werde ich mit dem neuen Worker hier runtergehen und mir erstmal hier den Elefanten holen. So, auch Berlin bekommt seine Kornkammer. Mit den Archer gehe ich natürlich hier jetzt auch auf Tour. So, jetzt hier werde ich die Straße bauen. Und ein weiteres Dorf.
Jetzt habe ich die Mystik entdeckt. Die Mystik ermöglicht mir, ein Orakel zu bauen. Und das Orakel wiederum bringt was? Ach so, es verdoppelt die glücklichen Personen, die einen Tempel generiert. Das ist jetzt alles noch nicht so ganz wichtig. Oh, wir haben jetzt schon Schreiben entdeckt. Das ist sehr gut. Das ist auch nur so eine Zwischenforschung, die nichts Neues ermöglicht. Doch, ich kann jetzt Botschaften bauen bei fremden Völkern. Es gibt mir ein paar Informationen, aber das mache ich eigentlich im Allgemeinen selten. Und wir sind der großen Bibliothek, die wir hier mit der Literatur bekommen, nur noch einen Schritt weit entfernt. So, wollen wir Botschaften bauen? Ich kann ja jetzt einfach mal Ja drücken. Das würde jetzt 42 Gold kosten bei den Russen, aber ich möchte dieses Geld nicht ausgeben. Also nein. So, jetzt haben wir den zweiten Elefanten auch noch mit einer Straße angeschlossen. Jetzt sehen wir hier bei Luxuries, dass wir zwei haben. Das generiert uns allerdings auch nur ein Happy Face. Das hat den Vorteil, dass ich jetzt zwei habe, dass ich eine Handelsmöglichkeit habe. Ich kann also Luxuries mit anderen Völkern handeln. Wenn man nur eine hat, kann man die nicht handeln, weil die braucht man selbst. Ach so, jetzt schaue ich gleich nochmal. Oh, hier gibt es drei. Ist natürlich auch nicht schlecht. Vielleicht sollte ich dort eine Bewässerungsanlage bauen. Hätte ich da drei Commerce. Aber ich glaube, ich mache das erstmal so, wie die Einwohner das wollen. Und würde hier hingehen und da ein weiteres Bergwerk bauen. Hier entdecke ich so langsam die ganze Umgebung. Die Seide ist immer noch unangetastet. Da habe ich ein bisschen Angst, dass mir das jemand wegschnappt. So, okay. Wie mache ich hier weiter? Einfach hier fort mit den Festungsanlagen. So, hier bin ich nun auch soweit und habe meinen Spearman ausgebildet, der meine Stadt verteidigt und damit die Stadt schnell weiter wächst, baue ich jetzt, glaube ich, erstmal die Granary hier. Überlege gerade noch. Nee, ich baue mir erstmal einen Arbeiter, damit ich die Umgebung ausbauen kann. Hier haben wir eine kleine Landbrücke. Und ich werde jetzt über die Landbrücke gehen und gehe dann dort weiter die Umgebung erkunden. So, auch in Berlin ist die Kornkammer fertig. Und wir bauen jetzt hier das Orakel aus. Dann haben wir ein weiteres Weltwunder. Das kostet uns nichts. Erhöht die Kultur, die wir produzieren. Allerdings nur in der Hauptstadt. Und Berlin ist ja sehr fix darin, solche Gebäude zu bauen. Also machen wir das.
Hier habe ich die Landbrücke überquert und gehe jetzt weiter gen Süden. Da oben ist wieder ein Barbare. Den werde ich mir jetzt holen. Und gleich kurz generieren. Regenerieren. Ich frage mich, wo ich die Russen gefunden habe. Oder wo die herkamen. Hab sie noch nicht gefunden. Hamburg ist soweit fertig. Was bauen wir hier? Ach so, ja klar. Jetzt bauen wir die Kornkammer. Und dann geht's weiter. Und schauen noch mal. Ah, okay. Da läuft der Hase. Jetzt haben wir natürlich hier wieder eine Schildproduktion, die wir vorher noch nicht hatten. Aber es ist keine so gute Gegend wie hier direkt am Fluss, wo ich zwei Schilde generieren kann. Ah, die Straße baue ich da relativ, ist relativ unsinnig, weil ich habe die zwei Einheiten sowieso schon durch den Kolossus. Aber hier zum Beispiel wäre eine Straße sinnvoll, weil dann hätte ich eine Einheit und durch den Kolossus bekomme ich das Doppelte, deswegen hätte ich hier auch zwei. Gut, jetzt hier baue ich es einfach nur aus, damit ich die Felder schneller überqueren kann. So, der Arbeiter hier unten ist auch bereit. Und dann werde ich jetzt mal die Versorgung mit Nahrungsmitteln verbessern. Und ich glaube, ich baue hier ein Bergwerk, damit ich hier auch ein Schild produziere. Und hier werde ich mal schauen, ob eine Bewässerungsanlage sinnvoll ist. Beziehungsweise, ich bezweifle noch überhaupt, ob das überhaupt geht, weil ich brauche einen Flussanschluss für die Bewässerungsanlage. Ich kann hier weiterhin keine Bergwerke bauen. Das ist doch eine blöde Position gewesen, um die Stadt aufzubauen. Da spielt man dieses Spiel schon so lange und dann kommt man doch nicht klar. Aber es ist ja immerhin schon wieder ein paar Jährchen her, als ich das letzte Mal gespielt habe. Gut, hat sich nichts geändert durch die Straße, wie ich vorher ja gesagt habe, aber wir gehen jetzt nach hier und werden dort das verbessern. So, hier sehe ich eine braune Linie, hier scheint Feindesland zu sein. Es wird also spannend. Hier habe ich erstmal alles aufgeklärt. Werde ich jetzt mal hier wieder zurückgehen und automatisiere den Lauf, weil das kann ich mir auch sparen, hier rüber zu laufen. Hier will ich eine Straße bauen. Ah, ein weiteres Dorf. So, hier schaue ich mal nach oben. Wer ist es denn? Das hole ich mir. Ah, verlassen das Dorf. Oh, die Russen melden sich und wollen, dass ich aus ihrem Land rausgehe. Und wir sind ja befreundet. Von daher werde ich das jetzt mal ihnen versprechen.
Gucken, was es hier so für Dinge zu holen gibt. Ja. Mauern bauen. Ist jetzt nicht so der Hit. Außerdem hole ich mir dann durch die große Bibliothek die Dinge. So, hier habe ich jetzt eine Straße und wie ich vorher sagte, habe ich jetzt direkt zwei Commerce-Einheiten bekommen. Wenn ich jetzt da noch das Bergwerk baue, bekomme ich noch ein weiteres Schild. So, hier schaue ich mal rein, ob das Bergwerk was gebracht hat. Hat es durchaus. Super. Ich baue jetzt hier mal eine Straße, dann bekomme ich hier auch einen weiteren Commerce. Wobei ich überlege, ob ich hier schon mal versuche, die Bewässerungsanlage zu bauen. Ich mache das mal. Ah, ein Ort. Hier gibt es mehr Elefanten, aber die habe ich ja schon. So, Kiew habe ich gefunden. Interessant. Ein weiteres Dorf. Habe ich wieder einen Warrior bekommen. Dann erkunde ich eben noch schneller. So. Ja, es geht. Ein Fluss ist in der Nähe, von daher kann ich dort Bewässerungsanlagen bauen. So, den schicke ich mal nach Süden. Und jetzt bin ich soweit. Ich habe Literature erforscht und jetzt kann es endlich losgehen. Und hier steht auch, was ich gesagt habe. Ich bekomme eine Entwicklung geschenkt, wenn zwei andere Zivilisationen diese bereits erforscht haben. Und deswegen werde ich jetzt unbedingt diese große Bibliothek bauen. Und die zweite tolle Sache ist die Ausbau der Bibliothek. Und die Bibliothek kann ich jetzt in jeder Stadt bauen. Und das werde ich auch umgehend tun, weil sie mir die Kultur erhöht. Und schon der erste Kulturschritt ist natürlich ein wesentlich wichtiger Faktor, weil der nämlich meinen Radius so erhöht, dass ich mehr Land bebauen kann. So, jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Jetzt schaue ich wieder nochmal auf die Übersicht. Was erforsche ich als nächstes? Was ist wirklich wichtig? Das ist alles nicht so wirklich wichtig, was ich hier auf dem ersten Bild habe. Deswegen schaue ich mal ins Mittelalter hinein. Achso, ich glaube, das geht gar nicht. Ich muss erstmal hier eine dieser Technologien so weit erforschen, dass ich überhaupt ins Mittelalter übertreten kann. Wenn ich hier weiter forsche, dann gibt es hier quasi dieses Stoppzeichen und ich komme nicht weiter ins Mittelalter, wenn ich die Technologien habe. Ich brauche zwingend Construction oder Währung, um weiterzukommen. Und hier gäbe es wieder interessante Sachen, die ich unbedingt haben möchte. Zum Beispiel die Universität, um einfach die Bibliotheken noch zu verbessern und noch mehr Kultur zu schaffen. Wie gesagt, ich bin ein großer Fan des Kultursieges. Von daher mache ich jetzt weiter in Richtung Construction und baue in diese Richtung weiter aus. Außerdem bekomme ich hier auch ein paar ganz nette weitere Technologien, und zwar Eisen. Das ist auch ein wichtiger Rohstoff. Oh, hier haben wir wieder einen Speer. Ein Engländer. Na gut, da wir jetzt diesen Schritt geschafft haben, werden wir noch hier in Berlin den Baustatus umstellen, weil die große Bibliothek ist einfach viel wichtiger als das Orakel, was mir sowieso
nicht viel bringt, weil ich auch kein großer Fan da bin, von bin, Tempel zu bauen. Ich baue das dann zwar später tatsächlich, aber die Wirkung vom Orakel lässt auch irgendwann nach, wenn ich mich recht erinnere. Kann ja mal hier in diese Art Wikipedia für Civilization gucken. Unter große Wunder, große Weltwunder. Und da gibt es das Orakel. Genau. Also es wird halt, die Wirkung des Orakels wird obsolet durch Theologie. Und Theologie ist eigentlich auch nicht so weit weg in der Erforschungs im Erforschungsbaum. Kann ja mal auch nochmal reingucken. Das ist hier im Mittelalter, hier ist Theologie. Und wenn ich hin will zur Universität, dann komme ich auch schnell zur Theologie. Und dann ist das Orakel, die Wirkung des Orakels eh wieder verflogen. Von daher ist mir nicht wichtig, dass dieses Orakel mir wirklich gehört. Das kann auch eine andere Zivilisation bauen, meinetwegen. Soweit, so gut. Wichtig ist mir die große Bibliothek. Und die baue ich jetzt. Und das war es erstmal soweit von meinem zweiten Let's Play. Und ich freue mich, wenn ihr zugehört habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Soweit, so gut. Ich speichere mal hier öffentlich. Fraps ist auch ein doofer Name. Naja. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.